Komm, wir gehen mal auf eine Landung auf. Willkommen, na? Wir sind bei der Night of the Jams in Köln. Mein Name ist Kai Hase, ich bin seit diesem Jahr neu im Benzim-Team und ich bin eigentlich Freestyle-Motocross-Fahrer. Aber dadurch, dass es keine Veranstaltung gab, dachte ich mir letztes Jahr so, ich könnte mal ein paar andere Sachen machen. Hab ganz viele Sportarten ausprobiert. Aber heute sind wir auf einer Veranstaltung, wo ich die letzten 9 Jahre Freestyle-Motocross-Profi war und mein Leben damit finanziert habe. Und heute geht's mal ab. Got a lot of chips, got jet lag, cause I'm flyer than a bitch. Set lean back, got a lot of drip, got jet lag, cause I'm. Ich hatte letzte Wochenende schon eine Veranstaltung in Landshut und ich habe trainiert für Landshut und dachte mir, eieieiei, das wird ja gar nichts Gutes. Und dann war ich aber in Landshut, dann waren die Zuschauer da und dann hat es echt Spaß gemacht. Das war eine geile Location. Letztendlich hat alles geklappt und deswegen sind die Erwartungen jetzt doch wieder ein bisschen höher. Deswegen überlege ich, ob ich vielleicht einen Frontflip springe. Aber das werde ich nach dem Training entscheiden, denke ich mal. Mal gucken. Frontflip ist schon ganz lustig. Dann haben wir hier einmal eine Doubleflip-Rampe, die ganz, ganz steile. Dann haben wir eine Frontflip-Rampe und dann haben wir eine Rampe auf 23 Meter. 23 Meter ist die normale Distanz. Und da hinten haben wir eine wilde Steilkurve. Da gibt es gleich noch einen Deep-Digger-Contest. Das ist für die Freestyle-Fahrer, weil die haben sich dann mal beschwert, dass hier kein Anlieger ist. Und im Sand, da kann man immer so einen Anlieger bauen, deswegen haben sie da so einen Rotz hingebaut. So, dann haben wir hier eine Fahrradrampe, die finde ich sehr schmal. Dann haben wir da eine kurze Rampe für eine kleine Überraschung. Nee, das sind Tandemfahrer, die springen zu zweit auf dem Motorrad. Dafür können sie nicht die ganze Distanz springen. Und dann haben wir einmal zwei Rampen nebeneinander. Da kann man dann synchron auch auf 23 Meter springen, müsste es sein. Jetzt geht's zur Fahrerbesprechung. Da erzählen die bestimmt, auf welchen Distanzen die ganzen Flaggen, Rampen. Ne? Flaggenzeichen, ja. Immer beachten auch, ganz wichtig. Keine Ahnung, was die erzählen. Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. So was erzählen die jetzt. Aua am Fuß. Aha, da Aua. Den Rest zähle ich nicht auf, weil das ist nichts Wildes mehr. Schlüsselbein ist ja nichts Wildes, oder? Dann habe ich einen Geburtstag. Ja. Jetzt habe ich Arbeitskleidung an. Wir haben eine Teamwertung dieses Jahr bei der Night of the Jumps. Das heißt, pro Team oder pro Land in dem Fall sind 3 Fahrer. Und die 3 Fahrer gehen gleich raus und trainieren und haben ihr erstes Training quasi. Ich sollte eigentlich als erstes raus, aber jetzt ist der Spanier schon so nervös. Okay. In meinem Team sind Luke Ackermann. Das ist schon mal sehr gut, den im Team zu haben, weil der kann ganz schön doll senden. Und noch David Rinaldo. Und das ist eigentlich, ich möchte nichts vorenthalten, aber 2 sehr gute Fahrer. Und ich. Und ich stehe gerade da und denke mir so, was kann ich hier so, wie kann ich glänzen? Jetzt geht's zum ersten Training. Ich habe jetzt 3 Rampen zur Auswahl, die ich springen könnte. Stehen alle gleich, aber springen sie alle anders. Jede Rampe verhält sich anders und da müssen wir uns im Training einschießen. Aber hoffen, dass sie halten, ne? Die halten. In Amerika gab es letzten Clip, wo der obere Teil abgeklappt ist. Da denken wir, ihr Amis, ey. Und aufwärmen ist auch ganz wichtig. Fertig. Aber nervös vor sowas musst du gar nicht mehr. Jetzt werde ich wieder ein bisschen nervös, weil ich es halt nicht mehr so oft mache. Weil ich halt so viele andere Sportarten mache, dass ich gar nicht mehr so das drin habe, welche gespielt. Also, ja, ich hab's drin, aber ich bin nicht so. Ich komme jetzt nicht auf eine Veranstaltung und sage, das ist die und die Rampe. Ich brauche gar nicht zu wissen, wie viele Meter die stehen, sondern ich habe so ein Gefühl, wie weit ich springe. Und das ist halt so ein bisschen verloren gegangen, dadurch, dass ich nicht mehr so ganz oft fahre. Das ist ja nur der erste Sprung, der passend ist. This isn't 5 guys, yeah, I'm coming for the chicken, I ain't talking Popeyes. White girls, black girls, we don't do apartheid. I was working part-time, tell them part in my grind. Just a light skin. 9 Reifen drauf, das ist gar nicht gut, ey. Erstmal Burnout gleich machen. Erste Trainingssession, die war glaube ich 6 Minuten, dann haben wir nachher eine zweite Trainingssession, die ist doppelt so lang, 12 Minuten. So lange kann ja keiner fahren, 12 Minuten noch. Dicke Arme. Nee, jetzt ein bisschen eingesprungen und jetzt mache ich mir mal einen Kopf, was für Tricks ich so machen will und kann. Und die probiere ich dann in der zweiten Trainingssession und dann muss ich quasi auf jeder Rampe einen Trick finden, wo ich welchen Trick machen will. Und die Frontflip-Rampe ist auch super angefahren, ja, ne? Ja, wenn man die halt, also wenn man rüberfährt, macht man Frontflip, da gibt es keinen, also, aber weiß nicht. Muss das?
They say it's dope when I hold it. I get the mic and control it. They see I'm steady and focused. I put my city on shoulders. We been the furthest from sober. He got the blunt and the soda. If someone get in my way, I'ma go run him over. Ran him over in a Uber. Ain't no drunk driving. Uber XL, let the shawty's pile in. Shawty like my style. I let it smash, my stylist. Boy, I got the drip, can't find it. California coast for the weekend. Let the party begin. Animals smoking all these botanicals. Das war das Training, meine Damen und Herren. Und ja, ich grübel jetzt gar nicht in Leute, weil ich nicht, ob ich den Lazy Boy Flip machen soll, weil der nicht ganz 100% ist. Und es kommt ja eher darauf an, dass man die Tricks richtig gut extendet, also ausgestreckt macht und hält und so. Aber ich glaube, ich mache ihn jetzt doch. Ich habe schon lange gegrübelt gerade. Hier das Ding auf der Sitzbank hinlegen, aber ich liege halt nicht so ganz, das nervt mich ein bisschen. Aber sonst, alle anderen Tricks passen soweit. Ich würde nur einmal durchrechnen, wie viele Tricks ich machen muss, welche Tricks ich mache, wo ich welche Tricks mache. Zieh mich erstmal um, dann geht's Mittag. Und dann gibt's heute Abend eine Freestyle-Motocross-Show. Was mach ich denn? Oh, ich muss auch auf Toilette, ey. Das ist ja alles gerade ein bisschen die Überforderung hier für mich. Also ich kann mir echt 3 Tricks merken und dann muss ich auf Toilette. Dann mal den weg. Ah ja. A real professional don't need to write something like this. You can remember your tricks, huh? It's in my head. I'm so nervous, you know? What are you saying? I'm not nervous? I don't even know what tricks I want to do. Yeah, me too. Just actually right. True, like I don't know what I'm doing. Dude, I haven't done this trick since longer than the front flip. So... Yeah, no, think about your tricks maybe. Which one? Your tricks in your run. Oh, yeah. For the synchro, we can make a lazy boy flip because my one is the same like you. Yeah, true. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. But that's your final one. Double up. Lazy flip. You see. Keine front flip. Oder you best, see. Best tricks. If I ask you this, you will kill me. But like the speed to the front flip ramp is the same as to the other ones, eh? Oh, I think so. If it's me, it's the same, eh? Like, no, so I completely know the feeling when I hit the thing. Yeah, the trench in after in the air. Mm-hmm. All right. And I'm just waiting, like adjust something or. Hey. Maybe I do, Fuck, maybe you do one. Es ist blöd, wenn man nicht einfach mal die Frontflip-Rampe ausprobieren kann, sondern direkt einen Frontflip machen muss. Hey, wenn du fährst. If you wanna make it in the run or double up? Double up. Ah, yeah, so yeah, finish the run and see. Like, get the pressure on. Yeah, see, you're gonna make it. You're gonna make it, yeah. Bisschen zu kurz, aber Digga, für die Sachen, die ich im Vorjahr im Kopf hatte, ich wusste, wie es sich anfühlt, wenn es Kick macht. Ich war mir nur nicht 1000% sicher, mit was für einer Geschwindigkeit. Wann hast du dich dazu entschieden, das zu machen dann, den Frontflip? Schon vorm Run eigentlich. Also ich habe mir gesagt, wenn im Run alles so läuft, wie ich es will und nichts sketchy ist und ich keinen hohen Puls habe oder so, sondern so ist, wie ich es haben will, dann mache ich es. Club out of go. Hitting the stage, coming to songs, 100,000 out of show. Come with the real, a Fergie.
the chips. Got jet lag, cause I'm flyin' in the bitch. Set lean back, got a lot of drip. Got jet lag, cause I'm flyin'. Das war die Night of the Jams in Köln. Keine Ahnung, wie das Ergebnis gerade war, aber wir hatten alle eine Menge Spaß. Wir Fahrer haben richtig Bock gehabt. Das Publikum war richtig geil. Und er stützt auf jeden Fall, wenn da ein bisschen Feedback kommt. Ich bin super zufrieden mit meiner Performance, mit meinen Tricks, die ich heute gemacht habe. Das kann so weitergehen. Jetzt los, meine Damen und Herren. Nee, das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Check ein paar Benzinsachen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Got a lot of chips, got jet lag, cause I'm flyer than a bitch. Set lean back, got a lot of drip, got jet lag.